herzlich willkommen im Philosophischen Salon Köln und vielen Dank für euer großes Interesse. Der Philosophische Salon steht für Meinungsfreiheit. Hier kann, soll, darf jeder äußern, was er möchte, ohne in irgendwelche Kästchen gerückt zu werden. Daher sind kontroverse Diskussionen durchaus erwünscht. Der Salon selbst bezieht keine Stellung, sondern stellt anheim. Da heute Sergej Filbert filmen und auf seinem Kanal Druschka FM veröffentlichen wird, erinnere ich in diesem Zusammenhang nochmals an Patrick Barb, den Journalisten und Hochschullehrer aus Berlin, der schon öfter mit uns hier an Ort diskutiert hat. Mit ihm war Sergej unterwegs in der Ukraine. Patrick Barb recherchierte für sein Buchprojekt, wurde jedoch von Journalistenkollegen als Wahlbeobachter der gerade dort stattfindenden umstrittenen Referenden zur Beitritt Russlands verunglimpft. In der Folge entzog die Christian-Albrechts-Universität in Kiel ihm den Lehrauftrag. Ohne jegliche Rücksprache mit ihm zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich nochmals auf die Ungeheuerlichkeit dieses Vorgehens aufmerksam machen und hoffe, dass die Gerichte das anhängige Verfahren objektiv und unbeeinflusst behandelt. Alles Gute für Patrick Barb. Herzlich willkommen auch Anneliese Fickenscher und Andreas Neumann von der Neuen Rheinischen Zeitung und ebenfalls herzlich willkommen Marie Wasilewski, Sprecherin von Free Assange EU. Nun zum heutigen Thema. Hierzu begrüße ich Ulrich Mies. Heute stellt er uns sein neuestes Buch vor, Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand. Über das Thema werden wir sicher im Anschluss sehr kontrovers diskutieren. Gerne könnt ihr im Anschluss das Buch mit persönlicher Signatur zum Vorzugspreis von 20 Euro statt 23 käuflich erwerben. Ulrich Mies ist Sohn eines konservativen Richters. Daher rührt wahrscheinlich, dass er bereits in früherer Kindheit sich ein eigenes Bild gemacht und sich manchen Aufgaben widersetzt hat, wenn sie ihm unsinnig erschienen. Er ist Sozial- und Politikwissenschaftler. Er studiert in Duisburg und Kingston, Jamaika. Seine Interessenschwerpunkte sind internationale politische Konflikte, organisierte Friedlosigkeit, Staatsterrorismus, Neoliberalismus, Demokratieerosion, Kapitalismus und Militarismuskritik sowie der Erhaltung der Biodiversität. Er ist seit 1994 selbstständig und lebt seit 30 Jahren in den Niederlanden. Er schreibt für viele Online-Portale und ist somit stets am Puls der Zeit. Sein kritischer Geist ruht bis heute nicht. Herzlich willkommen, Ulrich Mies. Annette van Gessel, Ehefrau von Ulrich Mies, begrüßen zu dürfen. Sie ist als Lektorin tätig und schreibt mittlerweile selber Bücher. Minka und die Viererbande ist Ende vorigen Jahres erschienen. Heute wird sie Texte aus Ulrich Mies Buch
vorlesen. Herzlich willkommen, Annette van Gessen. Einer der Mitautoren, Hermann Plopper, ist ebenfalls zu Gast. Zu seinem Beitrag in dem Buch wird er uns einen kurzen Einblick verschaffen. Herzlich willkommen, Hermann Plopper. Zu meiner Freude hat sich Bijan bereit erklärt, den Abend gebührend zu beginnen. Er wird uns passend zum heutigen Thema das Auswanderungslied von Hoffmann von Fallersleben vortragen. August Heinrich Hoffmann, bekannt als Hoffmann von Fallersleben, lebte von 1798 bis 1874. Er war ein deutscher Hochschullehrer für Germanistik, der wesentlich zur Etablierung des Fachs als wissenschaftlicher Disziplin beitrug. Dichter sowie Sammler und Herausgeber alter Schriften aus verschiedenen Sprachen. Er schrieb die spätere deutsche Nationalhymne, das Lied der Deutschen, sowie zahlreiche populäre Kinderlieder. Einen schönen Abend wünsche ich uns. Und nun wieder die Nächste. Von Fallersleben hat dieses Lied geschrieben zu einer Zeit, da waren die Oppositionellen auch schon starker Repression ausgesetzt. Und die ganze Atmosphäre, die hat mich an die jetzige Zeit erinnert. Also habe ich das Lied dann mal, ich glaube, ich habe zwei Worte geändert. Ansonsten passt es noch. Es ist 200 Jahre alt und auf geht's. Das ist auch ein Auswanderungslied von Hoffmann von Fallersleben vom 9. Oktober 1846. Hatte viel versprochen, doch das Halten schien nicht ihre Pflicht. Haben wir denn so viel verbrochen, dass sie hielten ihr Versprechen nicht, dass sie hielten ihr Versprechen nicht. Schlimmer wird es jetzt von Tag zu Tag, Schweigen ist nur unser einzig Recht. Unter Tyrannen ziemet keine Klage und gehorchen muss dem Herrn der Knecht und gehorchen muss dem Herrn der Knecht. Wer nicht mitspielt, der wird schikaniert. Mehr als alles Recht gilt Polizei. Wer zu laut fragt, schnell alles verliert. Alle Kritiker sind vogelfrei, alle Kritiker sind vogelfrei. Ja, die Freiheit, die lebt nur im Liede, und das Recht, es ist ein Märchen nur. Deutschlands Wohlfahrt ist ein langer Friede, voll von lauter Willkür und Zensur. Voll von lauter Willkür und Zensur. Darum ziehen wir aus diesem Lande, kehren nun und nimmermehr zurück, suchen Freiheit uns am fremden Strande. Freiheit ist nur Leben, ist nur Glück. Freiheit ist nur Leben, ist nur Glück.
Schönen guten Abend, liebe Gäste. Vielen herzlichen Dank an Sabine, die immer wieder diesen Salon ausrichtet. Ganz herzlichen Dank an meine Frau, ohne die sämtliche Bücher, die ich bisher herausgegeben habe, nicht herausgekommen wären, weil sie ja die Lektorin ist und mir also manches Mal etwas über die Ohren gezogen hat. Und das ist ja dann meistens dann auch sehr gut ausgegangen. Ich bedanke mich für Hermann, dass er auch dazugekommen ist, um seinen Beitrag zu leisten. Ja, der Vortrag, den ich jetzt hier habe, der würde wahrscheinlich, wenn ich etwas langsamer mache, 2 Stunden dauern. Ich komprimiere also mal, versuche jetzt hier mal so einen Staccato-Durchgang zu machen. Wie lange haben wir denn überhaupt Zeit und wann setzt hier die Erschöpfung ein? Der Klappentext, den darf ich eben kurz vortragen, weil er eigentlich ganz kurz komprimiert das, worum es geht. Maximal irritiert vom Treiben der westlichen Regierungen haben hunderttausende Menschen nach Ausrufung des Corona-Ausnahmezustandes im März 2020 ihre europäischen Heimatländer verlassen. Die meisten darunter sicherlich sind aus Deutschland weggegangen. Sie konnten die gesellschaftlichen und ökonomischen Verwüstungen, die weitgehende Gleichschaltung der politischen Parteienlandschaft sowie die Angstmache und Hetze der Massenmedien sowie korrupter Wissenschaftler nicht länger ertragen. Sie flohen vor dem Corona-Staatsterror, dem Demokratieverfall, aber auch vor dem beschämend unterwürfigen Verhalten ihrer Mitmenschen in einer zunehmend als zerrüttet empfundenen und wahrgenommenen Gesellschaft. In diesem Sammelband werden einige Autorinnen und Autoren über ihre Motive berichten, warum sie ihre Heimatländer, zumeist Deutschland, verlassen haben. Andere verbleiben trotz der für sie schwer erträglichen Zustände im eigenen Land. Sie wollen weiter aktiv sein gegen politische Unterdrückung und die planvolle Zerstörung Europas durch die USA und ihre europäischen Vasallenregierungen. Sie wenden sich gegen den aufziehenden westlichen Totalitarismus des Great Reset, der World Economic Forum Ideologen und der Transhumanisten unter Klaus Schwab. Es haben 18 Autorinnen und Autoren an diesem Band mitgewirkt. Viele Namen werden Ihnen bekannt sein. Ich trage die jetzt nicht im Einzelnen vor. Hermann ist ja dabei, der sitzt unter uns. Und die anderen, das ist aber vielleicht ganz interessant, sind weggegangen aus Deutschland in Richtung Schweden, nach Dänemark, nach Kanada. Viele sind gegangen nach Paraguay. Eine Frau ist gegangen nach Bulgarien. Eine ganze Gruppe von Ostdeutschen weggegangen nach Russland. Weiter nach Chile, nach Polen. Und Spanien, aus den Niederlanden komme ich selber. Und hier steht Skandinavien und das musste auch so bleiben, weil der Bestimmungszielort sollte amorph bleiben. Und in die Schweiz. Freundlicherweise hat die Frau von Rolf Geißler uns gestattet, die Grafiken in dieses Buch aufzunehmen. Genauso das Cover, wie ihr seht, ist ja unterlegt mit der Grafik, einer Grafik von Rolf Geißler. Und das ist die eine auf der Cover-Innenseite und auf der zweiten Cover-Innenseite ist dann die etwas härtere Variante. Das ist ja so mehr oder weniger ganz grob der Hintergrund, der sehr viele veranlasst hat, dieses Land zu verlassen, beziehungsweise der letzte Kulminationspunkt, dieses Land zu verlassen. Ja, also die entscheidende Frage ist, warum haben die Menschen zu Hunderttausenden seit 2020 Deutschland verlassen? Ich will mich zu den folgenden Punkten kurz äußern, weil es mir wichtig schien, diese Motivlage der vielen, die da mitgeschrieben haben, zu unterbauen in eine
in die Gesamtsituation einer Schau, einer komprimierten Schau oder versuchten Schau dessen, was hier in Deutschland oder auch in Europa oder im Westen seit der Wende abgegangen ist. Aber viele Entwicklungen reichen noch weiter zurück. Ich äußere mich zum Umbau des Staates zu einem Konzern- und Kriegsstaat. Ich äußere mich zu den USA als Kriegstreiber seit weit über 100 Jahren, darüber, wie Deutschland systematisch abgewickelt wird und welche Funktion der Medien-, Bewusstseins- und Propagandaindustrie zukommt. Ich stehe auf dem Standpunkt, da können wir ja gerne gleich darüber diskutieren, das westliche politische Establishment baute den Staat der Bürgerinnen und Bürger über einen Zeitraum von mehr als einer Generation, verstärkt seit der Wende zum Konzern- und Kriegsstaat um. Ziel war und ist die Revolution von oben, eine Konterrevolution von oben, die sich schleichend vollzogen hat seit der Wende. Aber wie gesagt, die Verästelungen reichen durchaus auch vor die Wende. Ich habe es genannt Konzernstaat nach innen. Der Neoliberalismus, ich habe mich dann auch gerne korrigieren lassen von Hermann, der sagt, das ist nicht nur Neoliberalismus, sondern das, worum es echt im harten Sinne geht, ist Marktradikalismus. Deshalb mache ich da so einen Schrägstrich zwischen, weil die Übergänge sind also fließend, war und ist gekennzeichnet durch. Und das haben wir im Wesentlichen, liebe Freundinnen und Freunde, erlebt. Und weil es so schleichend vollzogen ist, haben es viele eigentlich schwerlich mitgekriegt. Die Anfänge habe ich auch nicht mitgekriegt. Die gehen nämlich bis in die Ende der 70er Jahre zurück. Da habe ich das auch noch gar nicht geschnallt, was abging hier. Also, diese letzten 30 Jahre sind gekennzeichnet durch Kapitalmarktdereguleringen, Privatisierungen. Der Werner Rüggemer hat mal gesagt, die Treuhand war das Pilotprojekt für die Abwicklung des Westens. Steuerumverteilungen, Steuermanipulationen, Verschiebung der geraubten Gelder, der Öffentlichkeit geraubten Gelder in Offshore-Finanzoasen. Ich lebe ja in einer solchen. Die Niederlande sind eine Finanzoase, eine gigantische Geldwaschmaschine, Briefkastenfirmen, Geld- und Eigentumsübertragungen über die Datenautobahnen, SWIFT und so weiter. PPP-Projekte, das sind Public-Private-Partnership-Projekte, wie ihr alle wisst, Spekulationsexzesse. Dann gibt es in dieser Zeit, fällt in diese Zeit eine geradezu perverse Explosion der Berater- und Anwaltsindustrie, ist auch so eine eigene regelrechte Mafia geworden, sowie die sogenannten Bankenrettungen. Bankenrettungen, das war dann eigentlich der Gipfel des Marktradikalismus, denn die Neoliberalen hätten ja niemals gesagt, die Banken oder die Konzerne, die jetzt pleite gegangen sind, hätten vom Staat gerettet werden müssen. Also das ist eine nochmalige Pervertierung und Radikalisierung des neoliberalen Gedankens. Und all dies führte schließlich zu einer schleichenden Verarmung. Und so langsam kommt die ja auch in den Mittelschichten an, bei uns so langsam. Obwohl ich kann mich persönlich noch nicht beklagen, aber diese Teuerungsexzesse, die gehen ja jetzt los. Also führt zu einer schleichenden Verarmung breiter Bevölkerungsschichten, zu einer Chaotisierung der politischen Verhältnisse, das erleben wir auch alles, und einer Entdemokratisierung der Staaten, das erleben wir auch alles. Und die Älteren unter uns, die erinnern sich selbstverständlich an all diese ganzen Glaubensbekenntnisse, die da abgelassen wurden, nämlich ich nenne die unheilige Dreifaltigkeit, Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung. Und in diesem Zeitraum fällt eigentlich schon eine gigantische Gehirnwäsche der Bevölkerung und diese war gekennzeichnet mit einem, man könnte das sicherlich in ein ganzes Lexikon packen. Ich glaube, ich habe zu Hause auch so ein Lexikon des Neoliberalismus. Aber so diese standardbeinharten Phrasen waren eben Reformen oder Reformstaccato oder die Reformen, die stoppen, Reformstau, Reformstopp und so weiter. Und vor allen Dingen dann von den Regierungen, die ja angeblich für die breite Bevölkerung nichts machen konnten oder wollten. Die Kassen sind leer.
Europa ist eine wesentliche Schaltzentrale dieses neoliberalen, marktradikalen Europa und Europas und verdient sich zu Recht bei den Kritikern den Ruf als Konzerneuropa. Ich komme zu dem Punkt Kriegsstaat nach innen. Und da geht es eigentlich mal richtig zur Sache weiter, denn mit der neoliberalen Konterrevolution haben die ja nie aufgehört, ne? Die machen ja immer weiter. Und dann, als eigentlich schon hätte glauben können, Ende 2019 würde der Finanzmarkt zusammenkrachen. Es gab ja auch viele Finanzexperten, die haben gesagt, jetzt brennt hier die Bude richtig, der Dachstuhl brennt schon lichterloh. Dann haben die Corona-Nummer rausgeholt. Und ich sage, die Corona-Krise hatte maßgeblich die Funktion, die westliche Welt in den Ausnahmezustand zu versetzen. Die Regierungen wurden mit totalitären Vollmachten ausgestattet oder statteten sich besser gesagt selber damit aus gegen die Bürgerinnen und Bürger. Und alles das, was wir noch in den Knochen sitzen haben und was aber auch noch draußen zu besichtigen ist bei den Maskenträgern, waren dann Ausgangssperren, Lockdowns ohne jeden Sinn und Verstand. Aber das Ziel war die Kapitalkonzentration und die Abwicklung des Klein- und Mittelstandes, Impfterror. Die Drangsalierung und Terrorisierung der Bevölkerung mit der Folge der Traumatisierung weiter Teile der Bevölkerung. Freunden von uns, die Ärzte sind, hat man die Türe eingetreten, denen hat man die Computeranlagen abgeräumt und die haben die heute noch nicht zurückgekommen. Das ist dann alles die neue Normalität. Corona, so sage ich, ist ein Kriegsakt nach innen. Und dieser Kriegsakt, der vollzog sich, weil die Deutschen oder die deutsche Regierung, die sind ja immer besonders gründlich. Und der Churchill hat irgendwann mal gesagt, also die Deutschen, entweder lecken sie dir die Stiefel oder du hast sie am Hals. Und das scheint also hier auch wieder so ein bisschen die Situation zu sein. Und ich sage, der Ausnahmezustand ist ein nicht erklärter Bürgerkrieg nach innen. Und Karl Schmitt, der Nazi, einer der Nazi-Juristen und damit auch wichtigen Ideologen des Hitlerfaschismus, hat ja gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand herrscht. Und wer hier über den Ausnahmezustand herrscht, ist völlig klar, das ist das Berliner Regime. Das ist nämlich keine Regierung mehr, weil sie sich an nichts mehr hält. Giorgio Agamben, ein weltberühmter italienischer Philosoph, hat das Buch geschrieben, 2004 bereits, also bevor der ganze Irrsinn hier losging, Ausnahmezustand. Ich zitiere, einer der wesentlichen Züge des Ausnahmezustandes, nämlich die vorübergehende Abschaffung der Unterscheidung zwischen Legislative, Exekutive und Jurisdiktion, zeigt hier die Tendenz, sich in eine ständige Praxis des Regierens zu verwandeln. Und genau da stehen wir. Jetzt lassen die so langsam diese Corona-Nummer ausschleifen, wie wir sehen, nehmen immer so ein bisschen was zurück, dann nehmen sie noch ein bisschen was zurück. Aber die gesetzlichen Grundlagen, die sie geschaffen haben, die bleiben bestehen. Das heißt, die können jederzeit in einem Monat, in einem Jahr, in anderthalb Jahren mit einem neuen Infektionsregime um die Kurve kommen. Kriegsstaat nach innen. Die führen, ich sage, sie haben uns nicht nur in den Ausnahmezustand versetzt, sondern sie führen Krieg gegen uns. Und viele, das kann man jetzt billigen oder nicht, ich gehe einfach mal ein paar Punkte durch, was aus meiner Sicht den Kriegsstaat nach innen kennzeichnet, ist auch das Ziel und dieses Impfregime gehörte sicherlich dazu, Dezimierung der Weltbevölkerung, Totalkontrolle der Menschheit über digitale IDs, Bargeldabschaffung, alles soll zusammengeführt werden, digital. Einführung einer biopolitischen Hygienediktatur von oben via Weltgesundheitsorganisation, die ja mehr oder weniger privatisiert worden ist von den Reichen und Superreichen. Dann die Enteignung der breiten Massen, das haben sie ja auch schon angekündigt, nicht? Das hat ja der Herr Schwab schon gesagt, ne? Du besitzt nichts und du bist glücklich. Da werden die schon mal drauf eingestimmt, die jungen Leute vor allen Dingen. Denn, da komme ich nachher noch zu, die Totalverschuldung des Staates wird irgendwann dazu führen, dass sie nichts mehr besitzen und dann glücklich zu sein haben.
Verfrachtung von Teilen der Menschheit in Mega-Smart-City-Gulags. Das läuft alles im Hintergrund, da wissen die meisten Menschen auch nichts von. Da werden wir uns aber intensiv in der nächsten Zeit mit befassen, nämlich die Frage, was haben die eigentlich vor? Weiter, in der Tiefe. Und wenn die die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen haben, dann kommen sie damit auf einmal raus und die vollendeten Tatsachen vor allen Dingen geschaffen haben, dann kommen sie um die Kurve und die Öffentlichkeit reibt sich die Augen. Mega Smart City Gulags. Massenhafter Menschenimport aus NATO-Kriegsgebieten unter dem Vorwand humanitärer Hilfe. Nicht, das ist so ein großartiges Einfallstor für viele nette Menschen oder auch linksbeseelte Menschen, die meinen, man müsste der ganzen Welt jetzt hier Zugang zu Deutschland verschaffen. Das kann man natürlich machen. Die Frage ist nur, ob das strategisch und auch überhaupt wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch realisierbar ist. Man muss nur einfach sehen, der massenhafte Menschenimport, der ist nichts anderes als eine hybride Kriegsstrategie. Und wer sich damit intensiver befassen möchte, sollte mal die Werke von Thomas P.M. Barnett lesen. Der ist nämlich Pentagon-Wissenschaftler und hat darüber auch gearbeitet. Das Ziel ist nämlich nicht von Seiten der Strategen, und das sind Militärstrategen, liebe ihr Lieben, dann muss man nämlich sehen, das Ziel ist, die Bevölkerungen hier gegeneinander aufzumischen und zu massiven innerstaatlichen Verwerfungen beizutragen. Denn man kann Krieg auf völlig unterschiedlichen Ebenen führen. Man kann Staaten und Länder bombardieren oder man kann sie von innen zersetzen. Es geht um die Auslöschung nationaler und regionaler Identitäten und Kulturen unter dem Signum einer gleichgeschalteten Megakultur. Wir sollen ja alle gleich nachher sein. Wir dürfen überhaupt keine Unterschiede mehr sehen zwischen Deutschen und Franzosen. Auch die sympathischen Unterschiede vielleicht, die sollen auch alle wegfallen und so weiter. Zensur und Meinungsgleichschaltung im Sinne der Globalfaschisten. Ich habe sie als Globalfaschisten bezeichnet und sehe das auch so. Da komme ich gleich auch noch zu. Dann ist weiterhin kennzeichnend für diesen Block Kriegsstaat nach innen, der Transhumanismus, denn die wollen ja die Menschheit umbauen. Nicht? Über die unterschiedlichsten Mechanismen, über Impfregime oder über eine Schublade, die sie dir irgendwann in die Birne einbauen, dann kriegst du da einen Chip eingesetzt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, der Mensch soll ja verbessert werden, in ihrem Sinne natürlich, um dann letztendlich final der Sklaverei anheimzufallen. Und dann ganz wichtig natürlich, Machtkonsolidierung der EU als autoritär-totalitäre, anonymisierte überstaatliche Bürokratenherrschaft, die niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Dann komme ich zu dem Punkt Kriegsstaat nach außen und nach innen, weil es da erhebliche Überschneidungen gibt. Und ich sage, die schlimmsten Verbrechen wurden seit Jahrhunderten von Staatsklassen oder Staatskasten und ihren politischen Apparaten begangen. Das organisierte Verbrechen, die Mafia, das ist ein Spaßverein dagegen, das ist eine Kindergartenveranstaltung dagegen, gegen den Staat, wenn er in den Händen der Falschen ist. Die größten Verbrechen heißen Kriegsvorbereitung und Krieg. Zum 01.01.2017 hat diese Bundesregierung klandestin und klammheimlich den Strafrechtsparagrafen 80 abgeschafft. Da war nämlich strafbewehrt die Vorbereitung eines Angriffskrieges. Das heißt, die wussten 2017 schon genau, was wir machen wollen. Das politische Establishment lebt in einer Parallelblase. Es glaubt fanatisch an die eigene Beglückungsideologie einer westlich orientierten Weltzentralregierung. Denn die Ruinierung des Nationalstaates, die macht man ja nicht einfach so, sondern dahinter steht ja ein strategisches Langzeitprojekt. Und um diese Weltzentralregierung zu erreichen, liebe Freundinnen und Freunde, sind grenzenlose Manipulationen, Lügen und Täuschungen gegenüber der eigenen Bevölkerung gerechtfertigt. Und ich erinnere mich noch an irgendeine kleine kurze Videosequenz, die habe ich gesehen als, wie hieß der Pompeo, ne? Der US-amerikanische
frühere Boss der CIA, spätere Außenminister, dann vor irgendwelchen Studenten, völlig schrägen Vögeln, mal gesagt hat, ja, also unser Job hier bei der CIA ist eigentlich Lügen, Betrügen, Durchstechen und noch was weiß ich noch was. Und alle haben sie wahnsinnig gelacht darüber. Also die Verkommenheit als Prinzip eingelassen in den Staatsapparat. Kriegsschaden nach außen. Die finalen Weichen für den aktuellen Zustand der Welt wurden seit dem Zerfall der UdSSR, das heißt seit 1989, 1991 gestellt. NATO und EU-Osterweiterungen in mehreren Etappen führten in den laufenden Dritten Weltkrieg, aktuell noch Kalter Krieg 2.0, wie ich den genannt habe in dem Buch, Der tiefe Staat schlägt zu, mit gigantischen Gefahren für die Zukunft. Man muss sich mal reintun, in welche Situation uns diese Irren gebracht haben, dass wir heute vor einem Atomkrieg Angst haben müssen, der in Zentraleuropa ausgetragen wird. Da stehen wir heute. Ich komme zu dem Punkt, die USA als Kriegstreiber seit über 100 Jahren. Die USA als westliche militärische Führungsmacht führen Krieg nicht nur gegen Länder, die sich unmittelbar ihren Interessen entgegenstellen, wie Russland und China. Die geopolitischen Kriegsplanungen und Operationen der USA haben die Welt und lange vor auch 1945 in einen konstanten Zerrüttungs- und Kriegszustand geführt. Und da sie ja mehr oder weniger wissen, dass sie seit Vietnam auch gar nicht unbedingt Kriege gewinnen müssen, sondern ihr Ziel bereits erreicht ist, wenn sie die Länder zerlegt haben und ausreichend kriminelle Elemente in den Ländern installiert haben, die dann für sie aktiv werden und die Ressourcen extrahieren, dann reicht das. Also die Produktion von zerlegten Ländern und Failed States des Imperiums, das ist eigentlich eine der Hauptkomponenten der US-amerikanischen strategischen hybriden Kriegsführung dieser Zeit. Und all die Länder, die man zerrüttet und ruiniert und zerstört hat, fallen als Störfaktoren oder potenzielle Konkurrenten oder die sich dann auch noch zusammenrotten könnten, aus. Und all das geht zurück auf Helvert Mackinders Herzlandtheorie aus dem Jahre 1904. Hier ist das Büchlein, kann man sich einmal vielleicht zu Gemüte führen. Dann weiß man über die Kontinuität der US-amerikanischen Herrschaft. Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Und genau darum haben wir den Ukraine-Krieg. All das kann man nachlesen in dem, aus meiner Sicht, einem der wichtigsten Standardwerke US-amerikanischer Außenpolitik von Zbigniew Brzezinski, Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Da steht's schon. Da steht alles drin, wie die Ukraine, wie der weiche Unterbauch der Russlands zerrüttet und zerstört werden kann und soll und wie man dann Zugriff auf das zentrale Herzland gewinnen kann, um natürlich dort die Ressourcen zu extrahieren. Ich könnte jetzt bestimmt 100 oder 200 Bücher vorführen, das mache ich nicht, ich weise nur ganz kurz hier auf einige hin. Das ist ein 700 Seiten dickes Buch von William Bloom, der ist leider verstorben, ich glaube vor 2-3 Jahren, Amerikaner, nee, wir sind ja auch alles Anti-Amerikaner, ich kann nur sagen, die besten Analysen aus meiner Sicht kommen nach wie vor aus den USA selber, nämlich vom Widerstand aus den USA. William Bloom gehörte dazu. Zerstörung der Hoffnung. Eine solche Schwarte mit Hunderten von Operationen der CIA und auch des Militärs. Hier ist das Buch, das kann man auch hier kaufen, von Hermann Plopper. Ein hervorragender Zusammenschnitt, erschienen übrigens 2019. Da wusste noch kein Mensch was von dem Krieg, den Russland jetzt aktuell in der Ukraine führt. Hintergründe des ewigen Krieges gegen Russland. Ganz neu von Wolfgang Bittner, Ausnahmezustand, geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts. Muss man alles kaufen, aber auch bitte auch lesen.
Dann eine riesendicke Schwarte von einem weiteren Freund, Wolfgang Effenberger, Schwarzbuch EU und NATO, warum die Welt keinen Frieden findet. Auch eine riesige, ich weiß nicht, 500 Seiten. Hab da so durch. Dann ein Buch von 2014 von William Engdahl, der sehr viel zu geopolitischen Fragen geschrieben hat. Krieg in der Ukraine, die Chronik einer geplanten Katastrophe. 2014 herausgegeben. Ganz neu von Klaus Eichner. Der Kampf der USA um eine neue Weltordnung, bis alles in Scherben fällt. Eichner war Geheimdienstmitarbeiter der DDR. Hier noch ein Bändchen, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. Die Rolle der USA und der NATO im Ukraine-Konflikt. Und schließlich, Werner wollte eigentlich kommen heute Abend, ist er leider nicht. Erscheint im April, verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg. Da ist aber natürlich die aktuelle Situation noch nicht berücksichtigt, aber der gesamte Unterbau. Ich mache weiter in diesem Thema. Alle Nationalen, also diejenigen, die hier, die uns ja immer vorwerfen, wir seien ja Verschwörungstheoretiker und wir seien Anti-Amerikanisten und wir seien Sonstiges, denen kann man nur sagen, liebe Leute, es wäre schön, wenn ihr etwas mehr Grütze zwischen den beiden Ohren hättet, denn dann könntet ihr wissen, dass alles das, was wir sagen, kodifiziert ist, niedergelegt ist in sämtlichen Dokumenten der USA selber, nämlich als nationale Sicherheits- und Geheimdienststrategien. Kann man alles nachlesen. Muss man nur einmal reingehen, suchen. National Security Strategy vom Geheimdienst, vom Außenministerium und vom Pentagon selbst. Und diese nationalen Sicherheits- und Geheimdienststrategien, die in unterschiedlichen Zeitabständen herausgegeben werden, es gibt jährliche Reporte, es gibt vierjährliche Reporte, dokumentieren genau das, was Brzezinski ja gesagt hat in diesem Buch Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft, den absoluten Anspruch der USA auf Weltdominanz. Und da gehen die auch nicht von ab. Auf der Grundlage von Full Spectrum Dominance. Ihr wisst, was das ist. Full Spectrum Dominance heißt, der Staat USA bzw. die herrschende Klasse der USA und die Militärkaste der USA sagen, wir müssen auf allen Ebenen, der Ebene der Wissenschaft, der Ebene des Militärs, der Strategieentwicklung, der Hardwareentwicklung für den Militärapparat, auf der Ebene der Geheimdienste überall die Tollsten und die Besten sein. Und wer überall und in jedem Fall der Tollste und Beste sein will, kann das nur sein, wenn er alle anderen in den Schmutz tritt. Nach den US-geführten terroristischen Anschlägen auf Nord Stream 1 und 2, geführten, nicht, aber Norwegen hat ja mitgemacht, und Thomas Röper hat einen sehr interessanten Aufsatz, der ist ein paar Tage alt, geschrieben, nämlich, dass Deutschland ja mittlerweile von Feinden umringt sei, auf Antispiegel. Sehr spannender Aufsatz, kann ich nur sagen. Weil da ja dokumentiert oder weil er schreibt, dass die Merkel-Clique im Grunde genommen bereits Deutschland so im Ausland präsentiert hat, dass sie quasi nur noch Feinde um sich haben. Nicht? Sie haben sich benommen wie die Elefanten im Porzellanladen gegenüber Frankreich, gegenüber allen anderen umliegenden Staaten und meinten, sie wären die Größten und die Tollsten und hätten hier alleine das Sagen in Europa. Und wer sowas macht vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, hat nicht nur nicht mehr alle Tassen im Schrank, sondern führt uns in die nächste Katastrophe. Und da stehen wir eigentlich drin. So. Und jetzt mit diesen Anschlägen auf Nord Stream 1 und 2 wird eigentlich, das ist eigentlich die Vollendung dessen, was der George Friedman schon gesagt hat, kann man auch, glaube ich, auf YouTube noch sich ansehen. Ziel der USA in Sonderheit nach der Wende war, einen Cordon Sanitaire um Russland zu legen. Die ganzen Staaten, die um Russland gelegt wurden, sind jetzt Feindstaaten Russlands. Daran hat man gearbeitet, ganz systematisch.
Die USA haben dort ihre über viele, viele Jahre herausgebildeten und rangezüchteten Eliten in die Führungspositionen der Politik und der Wirtschaft hineingebracht. Und dann hat man nachher genau das, was sie heute haben. Und das sind alles hybride Kriegsstrategien. Man muss solche Länder gar nicht bombardieren. Man muss die nur auf seine Seite ziehen gegen den noch größeren Feind. Und das ist eben Russland und China. Interessant ist natürlich auch das sogenannte Wording derjenigen, die diesen Weltdominanzanspruch haben. Und man kann in dem Werk von Brzezinski wunderbar, da gibt man einfach nur mal ein Tributpflichtig oder Tribut. Da kommen jede Menge Stellen in dem Buch und er sagt ganz klar, wir als Deutschland oder wir westlichen Staaten, die um die USA herum kreisen, sind tributpflichtige Vasallenstaaten. Punkt. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Deutschland ist ein US-Protektorat. Punkt. Mit über 100 Militärstützpunkten in Deutschland, mit Schaltzentralen in Ramstein, von wo aus die Drohnenangriffe geführt werden und mit Zentralstellen in Stuttgart, mit strategische Commandsstellen. Die deutsche Regierung macht da gar nichts gegen. Die Frage ist, ob sie auch was gegen machen könnte. Die Diskussion könnten wir vielleicht nachher auch noch führen. Der Terroranschlag war nichts anderes als eine verdeckte Kriegserklärung, insbesondere an Deutschland, aber auch gegen Europa. Nicht? Also solche Verbündete muss man haben, die Krieg gegen einen führen. Hallo. Top. Ja, und im Grunde genommen hier nochmal ganz kurz die Zusammenfassung. Manufacturing Consent for War, 70 Jahre von CIA-Coups, Anschlägen, Mordanschlägen, falsche Flaggenoperationen und Massenmord. Ich gehe mal hier ganz kurz raus, dann könnt ihr oder können Sie das auch sehen. Ich habe nämlich hier, weil wir ja alles Verschwörungstheoretiker sind, gehen wir aber mal direkt an die Quelle, nämlich wir haben hier eine 50-seitige Auflistung des Kongressservices der USA selber. Ich kann gar nicht darauf im Einzelnen eingehen. Ich habe das auch noch alles gar nicht im Detail gelesen. Man sollte einfach nur mal das auf sich wirken lassen, was hier seit dem Jahre, 1798 bis heute an Militärinterventionen der USA overseas, also in Übersee, stattgefunden haben. Und ich mache es ganz schnell, bin sofort wieder bei meinem Vortrag. Ich kann es gar nicht alles durchscrollen. Schauen Sie mal, wie schön das weitergeht. Ich bin da erst bei 1946 und das geht immer weiter. Und das sind also ein paar hundert Militärinterventionen, die der Kongressservice hier selber dokumentiert hat. Ich mache da mal Schluss an dieser Stelle und gehe weiter in meinem Vortrag. Also all diesen Schwachmaten, die uns erzählen, wir seien anti-amerikanisch eingestellt, denen kann man nur solche Papiere vorlegen, aber auch die werden sie nicht zur Kenntnis nehmen. Ich komme dann zu der Schlussfolgerung, die strukturelle Friedlosigkeit oder die permanente Kriegstätigkeit, könnte man auch sagen, ist den USA als Kriegsstaat in die politische DNA eingeschrieben. Und so sieht das dann in aller Unvollständigkeit aus, nicht? Die Quelle der unterlegten Grafik ist mir leider nicht bekannt. Ich habe dann aus den Quellen Armin Wertz und auch von William Bloom, den ich vorhin genannt habe, eine ganze Reihe, aber wie gesagt, in keinster Weise vollständig mal nach Regionen geordnet, die US-Kriege, Militärinterventionen und Geheimdienstoperationen seit 1946 eingetragen, nur seit 1946. Und diese ganzen Operationen wurden natürlich durchgeführt, um die Demokratie zu retten, um die Freiheit für alle zu bringen, um die Menschenrechte in alle Länder zu bringen und den freien Markt überall zu installieren. Und in dem Buch
Der tiefe Staat schlägt zu ist ein Aufsatz, da schätzt der Autor, ich glaube, alleine diese ganzen abartigen Kriege, und man wird es nie rauskriegen, wie viele Menschen da zu Schaden gekommen sind. Es sind wahrscheinlich mittlerweile, wenn man das aufsummiert, seit 1945, 46, wahrscheinlich fast so viele, wie im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Und die Menschen, die alle vertrieben wurden, die psychische oder körperliche Krüppel wurden, das ist ja alles damit noch gar nicht eingerechnet. Die ökonomischen Schäden sind ja gar nicht damit eingerechnet. Ich komme zu meinem Punkt, der vielleicht für uns hier in diesem geschundenen Land ganz interessant sein könnte. Deutschland abwickeln. Bezogen auf die Entwicklungen in Europa und damit auch in Deutschland gilt generell, seit 1990 folgte ein schleichender Niedergang auf allen Ebenen. Und denken Sie bitte einmal darüber nach. Wende. 1989, 90. Was waren wir nicht toll mit der Wiedervereinigung und so weiter und so weiter. Und alles hätte sich in Frieden, Freiheit und Völkerfreundschaft und Miteinander, Solidarität auflösen können. So, und damit das nicht geschieht, damit genau das passiert ist, was hier alles eingetreten ist, deshalb stelle ich das hier komprimiert dar, wie sich das für mich darstellt in aller Komprimiertheit. Von diesem gesamten Niedergang auf allen Ebenen waren selbstverständlich einige Gesellschaftssegmente der Gewinner ausgeschlossen, also der Kapitalherrschaft und der Spekulanten und so weiter und der Gewinnler, der Privatisierungsgewinnler, aber vor allen Dingen auch einschließlich des politischen Establishments und seiner Schmarotzermilieus. Deutschland abwickeln. Seit der Wende erfolgte ein massiver Wandel und darüber sind sich manche gar nicht im Klaren. Ein massiver Wandel im Selbstverständnis des politischen Establishments selbst, und dieser Wandel im Selbstverständnis des politischen Establishments gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern könnte und erklärt eigentlich auch schon sehr viel. Die Politik versteht sich fortan nämlich nicht mehr als Repräsentantin der Gesellschaft, wie das in einer parteienbasierten parlamentarischen repräsentativen Demokratie selbstverständlich wäre. Im Gegenteil, die moderne Regierungsführung wurde von einer Global Governance Ideologie abgelöst, und das heißt, die Stimme der Bevölkerung soll gar nicht mehr repräsentiert werden. Man hat den demokratischen Staat oder das, was von ihm mal war, von den Füßen auf den Kopf gestellt. Und das mit Hilfe der sogenannten Stakeholder Governance, also in Zukunft macht nicht mehr irgendein repräsentatives Parlament, sofern man da überhaupt jemals von sprechen konnte man ja eigentlich nie. Eine wirkliche Repräsentation hat ja nie stattgefunden in den Parlamenten, soll abgelöst werden und wird abgelöst durch den Stakeholder-Kapitalismus und die Stakeholder-Governance. Und das ist gar nichts anderes als antidemokratische Zentralisierung von Macht und Reichtum. Und die Stakeholder, wer ist das? Ist niemand von uns hier, der hier sitzt. Niemand. Nein, nein. Das sind relevante Machtgruppen, Konzerne, Regierungen, Regierungsfuzzis, Parteienfuzzis, wenn sie denn besonders herausgehoben sind, spezifische Nichtregierungsorganisationen, Vereinte Nationen, die auch zunehmend privatisiert werden, World Economic Forum, WHO, auch privatisiert, hatte ich schon gesagt, OECD, G7 und vor allen Dingen der militärische Gewaltarm des Westens, in Sonderheit des Pentagons und der USA, die NATO. Sie ersetzen sämtlich die Bürgerdemokratie. Regierungen, Parteienkader und technokratisch-bürokratische Apparatschicks mutierten zu Erziehungsberechtigten des Souveräns im Freiluftlaufstall und Umerziehungslager Deutschland. Vergleichbare Prozesse laufen in der gesamten EU, aber wie immer in Deutschland
besonders gründlich. Sie spielen sich auf wie unsere Erziehungsberechtigten und wir sind die Kleinkinder und Mündel, die zu tanzen haben nach ihrer Pfeife. Deutschland abwickeln. Ich nenne das die Faschisierung des deutschen Staatsapparates. Und die ist in vollem Gang. Und die Einbindung der Judikative in den Staat und ihre Abhängigkeit vom Exekutivapparat ist nicht erst seit 1945 strukturell angelegt. Aber je nach politischer Situation greift die Exekutive immer härter durch. Und die Merkel hat doch irgendwie mal gesagt, sie wolle jetzt mal durchregieren. Und dieses Durchregieren ist eigentlich nichts anderes als die Beseitigung der Gewaltenteilung. Und ich komme ja aus einem Juristenhaushalt und ich weiß, wie die meisten Staatsjuristen drauf sind, wie die denken. Das ist ein ganz reaktionärer, autoritärer Haufen, der auf Weisung mehr oder weniger, der zwar formal unabhängig ist, aber eben auch nur formal. Und die Staatsanwaltschaften sind eben Weisungsabhängige der Justizministerien. Und wenn es dann in politische Prozesse geht und nicht mehr nur um Erbstreitigkeiten und Familienprügeleien, nicht, das kann man immer noch vor Gerichten ganz gut geklärt kriegen, aber wenn es dann in die politische Dimension geht, dann sagt der Justizminister, pass mal auf, da gehst du mal nicht rein. Und sagt dem Generalstaatsanwalt, dem Bundesanwalt oder dem Generalstaatsanwalt, lass die Finger davon. Endlose Beispiele dafür. Die Gewaltenteilung ist weitestgehend abgeschafft. Die Exekutive bestimmt übers Parlament. Die Judikative wird von oben bestimmt, das, was sie zu machen haben. Die deutschen Regierungen seit 1945 maßgeblich nach der Wendezeit erfüllen sämtlich die Anforderungen, die an tributpflichtige Vasallenstaaten gestellt werden. Der Rechtsstaat ist auf breiter Front kollabiert, wie wir seit dem Corona Unrecht wissen. Ich könnte, dazu fehlt mir leider die Zeit, wie ich gerade gehört habe, noch etwas über Arbeitsunrecht, Bankenunrecht, Corona-Unrecht. Michael Ballweg, der sitzt übrigens immer noch im Stuttgarter Knast. Ekelerregend. Daran sieht man im Grunde genommen die Terrorfunktion der politischen Justiz. So, und alles das ist natürlich, hat ja mit einem demokratischen Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Das sind Standardpraktiken totalitärer Regime. Ich komme noch ganz kurz zu dem Punkt Staatsschulden. Am 28. April des Jahres 2020 hat die Deutsche Bank ein Papier herausgegeben und hat da schon niedergelegt, dass die Regierung Garantien ausgesprochen hätte über 1,9 Billionen. 1.900 Milliarden im Rahmen des Corona-Regimes. So. Und deshalb schmeißen die im Milliardenpack Geld aus dem Fenster für Spritzen, die sie einkaufen, die dann weggeschmissen werden, für Masken, die dann vernichtet werden, weil das Verfalldatum abgelaufen ist und so weiter und so weiter. Die verschwenden Geld ohne Ende. Die junge Generation wird dafür zu zahlen haben. Und diejenigen, die immer noch auf der falschen Seite stehen, die werden ihr blaues Wunder noch erleben. You will own nothing and be happy. Darüber habe ich vorhin ganz kurz geredet. Das Ganze wird gekoppelt werden an ein Wohlverhaltenssozialkreditsystem nach chinesischem Muster. Und wenn du bei Rot über die Ampel gehst, da ziehen sie dir schon mal 5% von deinem Sozialgrundeinkommen ab. Und wenn du die Klappe aufgerissen hast, wie ich jetzt hier, dann kriegst du gar nichts mehr. Ja, das ist die Sachlage in dem wunderbaren Deutschland. Und um die Kriegsstrategie von oben zu perfektionieren, bietet man natürlich den jugendlichen Segmenten der Gesellschaft Plattformen vermeintlicher Sinnerfüllung sowie der Frustrations- und Aggressionsentladung. Denn irgendwo müssen die ja mit ihren Energien hin. Vor allen Dingen muss gesteuert werden, dass sich diese Energien nicht gegen die Zentren der Macht selber wenden. Also gibt es Wokeness, Political Correctness, Genderism, LBTQ, VP, XYP.
MeToo, Black Lives Matter, Blockupy, Occupy, Cancel Culture, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Last Generation. Mal gucken, was nächste Woche kommt. Auf jeden Fall, ich sage nicht, dass die Basisorganisatoren nicht auch in vielen Bereichen Recht haben. Wichtig ist nur zu wissen, all diese Organisationen werden politisch gesteuert, von oben übernommen oder sogar sind Ausgründungen von Geheimdiensten. Verstehen auch viele leider nicht, wie schlimm es ist. Das Gesamte ist ein gigantisches Zusammenspiel einer PSYOP, einer psychologischen Operation, einer Kulturrevolution von oben. Und das Ziel ist, eine ganze junge Generation zu verblöden und vor allen Dingen im Kopf so auszurichten, dass sie für die Zentren der Macht nicht gefährlich werden. Ich komme zum letzten Punkt, das ist die Medien- und Bewusstseinsindustrie. Ohne die Bewusstseinsindustrie läuft gar nichts. Da macht man auch keine Kriege, da kann man keine Kriege machen, da kann man auch keine marktradikale Konterrevolution durchführen und so weiter. Ich nenne die Massenmedien im Wesentlichen, bezeichne sie als kriegführende Partei, als Gehirnwaschkombattanten im laufenden Dritten Weltkrieg. Sie sind Söldner, sie sind schreibende Söldner, sie sind Schreibtischtäter. Und vor allen Dingen, da jetzt ja hier der große Krieg in der Ukraine abgeht, und sie alles das, was gelaufen ist, nämlich NATO-Osterweiterung, EU-Osterweiterung, nicht in die zeitgeschichtlichen Abläufe einordnen, betreiben sie Kriegspropaganda. Sie sind Kriegspropagandisten, sie sind Kriegsverbrecher und nichts anderes. Wer das nicht alles in den richtigen Kontext stellt, macht sich der Vorbereitung des Krieges mitschuldig. Oder man kann sie auch als Vorkriegsvorfeld, Bürgerkriegsmedien bezeichnen. Das war in aller Kürze eine und Schnelligkeit, ohne irgendwelche Abschweifungen, eine kurze Darstellung dessen, wovon ich überzeugt bin, dass das zusammenkam, was dann die Menschen dazu veranlasste, ihre Heimatländer zu verlassen, weil sie einfach die Nase voll haben von den Zuständen. Und dann ist die große Frage, ja, wo ist denn besser? Wo ist denn besser? Und die Frage wird mir natürlich vollkommen berechtigt immer wieder vorgelegt und da können wir gleich drüber diskutieren. Einen guten Abend auch von mir an alle und herzlich willkommen. Was ich jetzt vortragen werde, ist ein bisschen anders als das gerade, weil ich werde aus drei Beiträgen aus diesem Sammelband vortragen und habe die nach drei Gesichtspunkten ausgewählt. Das erste Mal werde ich kurze Sätze vorlesen aus einem Beitrag von einem Künstlerehepaar. Er ist Schauspieler, sie ist Cembalistin, die nach Paraguay gegangen sind. Die sind ziemlich drastisch in ihrer Ausdrucksweise. Das zweite, was ich vorlesen werde, ist von Remo Kirsch. Der ist nach Russland gegangen, wie Uli vorhin schon gesagt hat. Und der hatte den Ulrich gebeten, dass er nicht einen eigenen Beitrag schreiben muss. Dazu hätte er eigentlich gar keine Zeit, er hätte zu viel zu tun. Und hat gesagt, Sie können mich aber gerne anrufen und dann können wir ein Interview machen und dann geht das doch auch. Dann haben wir das als Interview gemacht und dann werde ich aus dem Interview ein bisschen vorlesen. Und das dritte wird sein, ein Beitrag von dem Verleger. Das Buch ist in einem niederländischen Verlag erschienen, dem Blaue Tiger Verlag. Das ist zum ersten Mal, dass wir mit diesem Mann zusammenarbeiten, aber das funktioniert wunderbar. Wir sind sehr zufrieden, auch dass er diese Grafiken mit eingenommen hat. Das ist bei deutschen Verlegern oder sonst immer eine Riesendiskussion, weil das so teuer ist und das verkauft sich doch nicht besser und was soll denn das alles? Und mit dem ging das alles reibungslos. Und dieser Mann ist Philosoph und hat ganz zu Anfang gefragt, darf ich denn auch mitschreiben? Dann haben wir gesagt, natürlich, selbstverständlich. Die einzige Arbeit, die war, dass wir aus dem Niederländischen, die er natürlich als Heimatsprache, als Muttersprache gewählt hat, dass wir das übersetzen mussten. Aber er kann Deutsch genug verstehen, um dann seinen übersetzten Beitrag nochmal durchzusehen und den gut zu geben. Und der ist einer, der sagt, ich bleibe hier.
Da mit dem Beitrag werde ich dann das Ganze abschließen. Und mir gefällt der sehr gut, weil der sehr, ja, wenig anders zu erwarten von einem Philosophen, sehr tiefgründig ist. Okay, dann fange ich mal mit dem Beitrag an von diesem Künstlerehepaar, das nach Paraguay gegangen ist. Und die haben diesen Beitrag überschrieben mit der Aussage: Hoffentlich muss ich Deutschland nie wieder betreten. Am 31. März 2021 sind mein Mann Nico und ich in Frankfurt ins Flugzeug gestiegen, um Deutschland endgültig zu verlassen. Einen Rückflug hatten wir nicht gebucht, aber zur Sicherheit einen Weiterflug nach Santiago de Chile, denn eine Aufenthaltsgenehmigung für unser neues Zuhause, Paraguay, hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal beantragt. Auch waren wir zuvor nie dort gewesen. Nach einem Zwischenstopp in Brasilien betraten wir am 1. April in Asunción eine für uns neue Welt und fühlten uns sofort wohl. Insbesondere, ich wundere mich heute noch manchmal, wie das eigentlich passiert ist und zudem, wie geordnet eine Flucht vonstatten gehen kann. Aber im Grunde genommen war es für uns leicht, Deutschland zu verlassen. Oft schauen wir uns heute noch ungläubig an, wenn wir die Ruhe, die Freiheit und den königsblauen Himmel genießen und sagen erstaunt: Wir sind in Paraguay, was für ein Glück. Dass in Deutschland und im westlichen, ach so fortschrittlichen Teil Europas etwas grundsätzlich nicht in Ordnung ist, wussten wir schon längst. Das wurde uns das erste Mal so richtig bewusst, als wir 2019 von einer mehrmonatigen Reise nach Berlin, unserem damaligen Lebensmittelpunkt, zurückkehrten. Die leeren, kaputten Gesichter, der hämisch grinsende Materialismus, all die gefrorene Lebenszeit und Energie, die sich nach außen hin als die tollsten aller Errungenschaften präsentierten. Sie stießen uns nur noch ab. Da wollten wir am liebsten einfach nur unsere Kleidung waschen, neu packen und wieder wegfahren. Wir waren gerade über 4 Monate mit unseren kleinen Motorrädern, einem Zelt, einer Ukulele und deutschen Volksliedern kreuz und quer durch den Balkan, von West nach Ost und von Ost nach West durch die Türkei gefahren und hatten einen ganzen Monat in Georgien verbracht. Mein Gott, wie freundlich und herzensgut können die Menschen doch sein. Wir waren weit ab der großen Städte und Straßen unterwegs und je weiter wir fuhren, umso schöner wurde es. Zu Beginn waren wir noch misstrauisch, wenn uns jemand auf der Straße ansprach und fragte, woher wir kamen, wohin wir wollten und ob er uns helfen könnte. Wir vermuteten immer, die Menschen würden uns irgendwie übers Ohr hauen. Das war jedoch kein einziges Mal der Fall. Auf dieser Reise haben wir tatsächlich neu lernen dürfen, dass der Mensch an sich ganz und gar nicht böse ist, sondern im Keime gut und sich der wundersame Wille zum Gutsein außerhalb des deutschen Ellenbogen kaputt macht, du bist mir egal Gesellschaft, noch erleben lässt. Als freischaffende Cembalistin hatte ich schlichtweg seit Corona keine Aufträge mehr und damit auch keine Gagen. Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten eröffnete damals einmalig die Möglichkeit, sich über eine Hilfszahlung in Höhe von ca. 170 Euro anzumelden. Darauf habe ich verzichtet, jedoch eine Soforthilfe der Stadt Berlin in Höhe von 5.000 Euro beantragt und schnell erhalten. Zusammenfassend könnte man sagen, Berufsverbot. Damit verbunden keine Einnahmen, aber eine Entschädigung, die offensichtlich ein Witz ist. Nach über einem Jahr Virentheater kam dann die Aufforderung, ich solle bitte überprüfen, ob mir die 5.000 Euro überhaupt zugestanden hätten und das Geld gegebenenfalls zurücküberweisen. Aber bitte, ohne die Zuständigen zu kontaktieren. Auch dürfe man das Geld nur vom gleichen Konto, auf das es damals eingezahlt wurde, zurücküberweisen. Und, ach ja, die Bedingungen zum Erhalt der Soforthilfe wurden übrigens rückwirkend zu einem bestimmten Stichtag geändert. Berechtigt war nur noch derjenige, der das Geld beispielsweise für die Miete von Proberäumen oder die Leasingrate eines Autos ausgegeben hatte. Nicht zu verwenden war das Geld für die Deckung persönlicher Lebenshaltungskosten wie Miete und Essen oder die Krankenversicherung. Das Geld durfte also nicht bei der Privatperson selbst landen, aber wenn es die Privatperson an größere Unternehmen weitergab, war es wiederum in Ordnung. Wer die Soforthilfe nicht zurückzahlen konnte, stand in dem Begleitpapier, könne im Übrigen einen schnellen und unkomplizierten Überbrückungskredit beantragen.
Das Stichwort Sittlichkeit und Moral führt uns geradewegs zu Nikos ehemaliger Branche. Die Bretter, die die Welt bedeuten und die ach so engagierten Künstler, die der Gesellschaft scheinbar einen Spiegel vorhalten. Viele Menschen glauben, zu einem erfolgreichen Schauspieler gehörten in erster Linie eine starke und interessante Persönlichkeit, gutes Aussehen und Talent. Mancher spricht gar von Starqualität oder Verdrängung. Wenn sich also in einer vollbesetzten Pizzeria die Köpfe zur Türe drehen, weil eine eintretende Person alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann soll das eben dieser Verdrängung geschuldet sein. Das heißt, alles andere wird verdrängt und tritt neben dieser Person in den Hintergrund. Wer die Branche nicht kennt, wird an dieser Stelle kaum Einwände haben. Ihm ist ja auch nicht bekannt, dass zu den Hauptqualitäten eines Schauspielers noch etwas ganz anderes hinzukommt. Fehlendes Rückgrat, dafür aber ein Hang zur Selbsterniedrigung und Selbstdarstellung, eine ordentliche Portion Eitelkeit sowie professionelles Speichellecken und Arschkriechen. Nico konnte über Jahrzehnte hindurch in die zahllosen Abgründe der Branche blicken. Er selbst hatte zwar schon vor wenigen Jahren einen schwierigen ersten Schritt aus dem Hamsterrad der Selbstoptimierung und Selbstdarstellung gemacht, aber auch er hätte in diesem Beruf nicht so lange erfolgreich arbeiten können, wenn er die Spielregeln missachtet hätte. Fand ich interessant, habe ich nicht gewusst. Und sie sagt auch, die Orchestermusiker, mit denen sie immer musiziert hat, das sind Spielautomaten. Die spielen das, was der Dirigent davor sagt, haben überhaupt keine Chance, irgendwas Eigenes da hinein zu interpretieren, müssen genau das machen, sind wie Automaten. Wenn sie dann aber anschließend zusammensitzen und ein bisschen Pause haben, dann ziehen sie über den Dirigenten her und machen ihn fertig. Ja, und dann hat sie noch mal einen Versuch gemacht, als Lehrerin einer Waldorfschule in Berlin tätig zu werden. Da ich in meiner Vergangenheit schon einmal als Lehrerin einer Waldorfschule in Berlin tätig war und neben meiner künstlerischen Diplomiertheit auch ausgebildete Waldorfpädagogin bin, bewarb ich mich im ersten Pandemiesommer an einer Rudolf-Steiner-Schule im Schwäbischen. Wir verbrachten gerade die Zeit an der Alpkante, weil wir uns dort um meine schwer erkrankte Mutter kümmerten, und so ergab es sich, dass ich ab September wieder anfange, an einer Schule zu unterrichten. Über den unsäglichen Verordnungs- und Maßnahmenhickhack werde ich an dieser Stelle gar nicht erst berichten. Stattdessen werde ich ein Erlebnis beschreiben, das sich Ende November 2020 zugetragen hat. Laut dem Beutelsbacher Konsens ist es Aufgabe der Lehrer, die Schüler zu mündigen Bürgern heranzubilden. Dabei darf und sollte ein Lehrer auch seine persönliche Meinung kundtun, wenn er sie als solche kennzeichnet. Ich besprach also mit einzelnen Klassen den Inhalt und die mögliche Bedeutung der Änderung des Infektionsschutzgesetzes und verwies darauf, dass mir der Tag der Abstimmung im Bundestag ein wichtiges, historisches Ereignis zu sein schien. Selbstverständlich blieb ich neutral und beantwortete die Schülerfrage, ob ich das selbst gut oder schlecht fände. Man müsse abwarten, wie die Verantwortlichen nun weiter damit umgehen. Mir war selbstverständlich klar, dass dies zu Reaktionen in der Schulgemeinschaft führen würde, und genauso kam es bereits einen Tag später. Ein Vater hatte sich über diesen Unterrichtsinhalt beschwert und, wo er schon dabei war, auch darüber, dass ich in seinen Augen Fehlinformationen über das Masketragen verbreiten würde, da meine Schüler im Unterricht ausschließlich nur ohne Maske singen durften. Es kam zum Gespräch mit ausgewählten Kollegen, die anschließend absichtlich zu meinen Ungunsten das Protokoll fälschten und letztlich zu einem Urteil der Schulleitung. Ich erhielt eine Ermahnung mit der Begründung, dass ich ja nichts falsch gemacht hätte und deswegen schließlich auch keine Abmahnung, sondern nur eine Ermahnung in die Personalakte erhielte. Des Weiteren wüssten sie nicht genau, was ich getan hätte, aber ich soll es auf keinen Fall wiederholen. Über die unsinnige Ergänzung, dass die Ermahnung ja schließlich auch zu meinem eigenen Schutz sei, müssen mein Mann und ich heute noch lachen. Mit einem gepfefferten Schreiben meines Anwalts war die Ermahnung dann genauso schnell wieder vom Tisch, wie sie kurz vorher erteilt wurde. Und einmal mehr fand ich es beinahe bedauernswert, dass die Schulleitung so schnell eingeknickt war und auch in dieser Schule niemand Rückgrat zu haben schien. Der Vater, der mich angezeigt hatte, hatte sich übrigens einige Jahre zuvor für die Piratenpartei zur Bundestagswahl aufstellen lassen und damit geworben, sich für die persönlichen Freiheitsrechte einzusetzen. Jetzt noch ein ganz kurzer Abschnitt von derselben. Was hatte uns aus unserer Heimat Deutschland herausgeekelt? Uns zwei,
die wir nie ans Auswandern gedacht hatten. Es war die traurige Erkenntnis, dass die überwältigende Mehrheit in Deutschland nicht einfach nur schläft, sondern darüber hinaus auch noch alle Maßnahmen richtig findet und es auch als Privileg empfindet, in so einem großartigen Land leben zu dürfen. Es leuchtet ein, dass die wirklich Bösen Böses tun müssen. In welchem Ausmaß das Böse allerdings momentan herrscht, hätten wir uns nicht erträumen lassen. Aber dass unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Kollegen, all die vermeintlichen Gutmenschen mit dem Bösen mitmarschieren, auf diese Weise zu Otto-Normalverbrauchern werden, Verbrechern werden, das hat uns zur Flucht bewegt. Wir erledigten bis zum Jahresende alles Nötige, veranlassten still und leise unseren geordneten Abgang und sind mittlerweile seit über einem Jahr jeden Tag aufs Neue dankbar, nach all der Zerstörung und all der Kaputtheit in Deutschland, hier in Paraguay etwas ganz anderes erleben zu dürfen. Doppelpunkt. Ruhe, Respekt, Herzlichkeit, Freiheit und Menschlichkeit. Jetzt diese Auswanderer, die nach Russland gegangen sind, die bilden oder die Idee ist, dort eine russisch-deutsche Dorfgemeinschaft zu gründen. Uli hat den Remo Kirsch gefragt, ihr habt Deutschland verlassen, was hat euch dazu bewegt? Den ersten Entschluss, Deutschland in Richtung Russland zu verlassen, fassten wir bereits 2017. Damals stellten wir uns zum ersten Mal die Frage, wo und wie wir unseren Lebensabend verbringen wollten. Meine Frau Birgit, 59, und ich, 57, kennen die russische Kultur und deren Menschen von Kindesbeinen an, aus der Schulzeit und durch Brieffreundschaften. Von Anfang an planten wir eine kleine Siedlung in einem Dorf in der Nähe einer Stadt und idealerweise mit Flughafenanbindung zu bauen. Wir wollten mehrere Häuser mit regionalen Handwerkern als Gemeinschaftsprojekt und auf der Grundlage der Nachhaltigkeit errichten. Eine generationenübergreifende russisch-deutsche Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit sollte entstehen. Jetzt sind wir bereits einen Schritt weiter und so froh, in Russland zu sein, auch wenn hier nicht alles perfekt ist. Aber wir wissen ja, dass es kein perfektes Land gibt. Wir planen, regionale Geschäftszweige zu entwickeln, die Arbeitsplätze für die Dorfgemeinschaft schaffen. Diese Gemeinschaft soll organisch über Jahre wachsen und fester Bestandteil des bestehenden Dorfes sein. Ein wichtiges Ziel ist, zu erreichen, dass die beteiligten Deutschen einen festen Aufenthaltsort, einen festen Aufenthaltstitel erhalten und später die russische Staatsbürgerschaft. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Wir sind so froh, hier zu sein. Denn wenn wir auf die Entwicklung in Deutschland schauen, befällt uns eigentlich nur noch Wut. Unser gesamtes Umfeld hier sieht das genauso und wir können nichts anderes mehr sagen. Deutschland ist mittlerweile ein vollkommen zerrüttetes Land als Ergebnis der Arbeit von 10%, den Kräften der Finsternis, des Deep State, der Parallelregierung oder wie man das auch immer bezeichnen will. Und dann hat Uli gefragt, ob er Freunde hat, inzwischen schon einige Bekanntschaften geschlossen hat, auch mit Deutschen. Und dann hat er erzählt, wir kennen viele Interessenten aus Deutschland, die sich für eine Umsiedlung nach Russland interessieren und diese bereits fest planen. Meist Familien mit guter Berufsausbildung und dem festen Willen, für ihre Kinder eine gesicherte Zukunft zu schaffen und auf Dauer in Russland zu bleiben und sich zu integrieren. Seit Jahren unterstützen wir Druschba. Druschba ist ein gemeinnütziger Verein für die Völkerverständigung zwischen Russland und Deutschland. Und wir sind davon ein fester Bestandteil geworden, was die Freundschaften unter den Mitgliedern belegen. Die Reise in unsere Siedlung in diesem Jahr zeigt dies. Die Reisen von Druschba sollen ein kleines, aber wichtiges Zeichen dafür sein, dass die deutsche Bevölkerung zu einem großen Prozentsatz nicht mit der jetzigen Politik der deutschen Regierung einverstanden ist und sich wieder eine gute Zusammenarbeit und kulturellen Austausch wünscht. Dann erzählt er noch etwas, wie das Konzept aussieht. Das Konzept heißt RUDE und trägt diesen Namen ganz bewusst. Die Abkürzung steht für Russisch-Deutsch, da es keine deutsche Siedlung werden soll. Mit uns ist auch eine Familie ausgewandert mit einer Frau, die ukrainische Wurzeln hat. Insgesamt sind 11 Personen im direkten Zusammenhang mit uns ausgewandert. Ein Teil ist in Sotschi oder St. Petersburg geblieben. Wir streben eine gemischte Gemeinschaft an, da unsere Kulturen historisch eng miteinander verbunden sind und jeder von der anderen Seite lernen soll, damit wir erfolgreich in eine gemeinsame Zukunft gehen können.
Wir planen, über die kommenden Jahre bis zu 8 Häuser auf der 3 Hektar großen Fläche zu bauen. Sie liegen in einem kleinen Wald und werden über einen eigenen, künstlich angelegten Teich verfügen. Die geplanten Grünflächen stehen jedem Anwohner der Rudé-Siedlung zur Verfügung und dienen der Erholung und eventueller Nutzung als Garten. Wenn er nochmal zurückschaut, wenn man alles gemeinsam betrachtet, das, was in Deutschland noch funktioniert und all das, was schon gar nicht mehr funktioniert, kommt man zu dem Ergebnis, wie Uli es vorhin gesagt hat, Deutschland wird abgewickelt. Wir, und jetzt ist er auch etwas drastisch, wir sind am Arsch. Und schließlich stellt sich die entscheidende Frage, was macht man? Bleiben oder wegrennen? Ja, und jetzt mache ich noch ganz kurz von dem Philosophen, weil ich den so gelobt habe. Warum eine, der Titel ist, warum eine Verbannung ohne Emigration schon schlimm genug ist. In meinem Umfeld höre und lese ich regelmäßig von Menschen, die die Niederlande verlassen. Er lebt in der Nähe von Groningen. Sie gehen zum Beispiel nach Ungarn, Uruguay, Polen, manchmal auch in entlegenere Gebiete in Italien oder Frankreich. Wunderbar. Es fühlt sich an wie eine Befreiung oder ein endloser Urlaub. Warum nicht? Die Gründe, sein Heimatland zu verlassen, sind so unterschiedlich wie die Menschen. Jemand wacht auf und erkennt die aufziehende Diktatur, den Einfluss ausländischer Mächte, von NGOs und Stiftungen in unserem Land, die finanzielle Misere und vieles mehr. Menschen, denen das Leben im eigenen Land unerträglich geworden ist, sehnen sich nach einem guten Platz in einem anderen Land. Ich bin seit mehr als 20 Jahren wach und lebe immer noch hier in den Niederlanden. Das unterscheidet mich von vielen anderen Menschen, die jetzt Fluchtgedanken hegen, weil sie erst seit wenigen Jahren wach oder gerade erst aufgewacht sind. Warum bin ich dann noch hier? Die meisten Menschen gehen mit der Vorstellung weg, sie könnten im Hause Tabula Rasa machen und irgendwo völlig neu anfangen. Das ist eine fixe Idee. Es gibt keinen völligen Neuanfang, denn jeder nimmt alle seine Probleme überall hin mit. Wer in einem neuen Land leben und Geschäfte machen möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, dass der Kuchen, von dem er ein Stück abhaben will, bereits aufgeteilt ist. Je nach Zielland müssen die Einwanderer mit Widerstand, eventuell sogar mit Fremdenfeindlichkeit rechnen, mit ungewohnten institutionellen und anderen Formen der Korruption. Je nach Land sind die dort geltenden Sitten schwer zu erlernen, die anderen Gesetze und die Regeln zwischen den Zeilen des Gesetzes. Oft erfordert dies ein jahrelanges Lernen und selbstverständlich das perfekte Beherrschen der Sprache. Er ist er hat allerdings in den Niederlanden den Schritt gemacht, von der Großstadt ins Land aufs Land zu gehen. Und er fragt, gibt es denn im Land, sie wohnen auf dem Land andere Menschen, was ist denn da anders? Und er sagt, ja, vielleicht verfügen sie aber über mehr Ruhe, weniger Blickverengung, mehr Energie und ein höheres Maß an Stabilität. Deshalb ist das Land zu einem Zufluchtsort für diejenigen geworden, die zu der Erkenntnis gelangt sind, dass die Gesellschaft, die sie für sich und ihre Kinder aufbauen und gestalten wollen, in der Stadt nicht möglich ist. Er schreibt, dass er, wie wohl er sich da fühlt mit seiner Umgebung und mit seinen Freunden, die er da hat. Warum soll ich das alles jetzt verlassen? In welchen unbekannten Zirkus werde ich als Emigrant eintreten? Wahrscheinlich wird das erste Ziel eine Stadt sein, eine andere Wohnung oder ein Reihenhaus, alles um zuerst anzukommen. Vermutlich wieder Lärm, Spannung und alles, wovor ich in den letzten 15 Jahren geflohen bin. Meine Kinder sind in der Ruhe, Weite und im Licht des Landes aufgewachsen. Sie hätten vermutlich noch größere Schwierigkeiten, sich an das Stadtleben, an eine neue Heimat zu gewöhnen, die nicht die ihrer Eltern ist. Mit anderen Worten, was wird es mir bringen, den Kämpfen hier zu entfliehen, die ich langsam leid bin? Wo ich auf der einen Seite etwas Freiheit gewinne, verliere ich sie auf der anderen Seite. Ich sehe um mich herum einige Kämpfer der ersten Stunde, die jahrelang alles gegeben haben und in einer geistigen Überforderung gelandet sind. Ich gönne ihnen eine Pause, hier oder in einem anderen Land. Aber gilt das auch für mich? Sehe ich wirklich keinen Ausweg mehr für mich und meine Kinder? Nein, wenn alle so denken und niemand mehr kämpft, wird die totale Beherrschung der Menschen ein Spaziergang für die selbsternannten Eliten.
Also dann bin ich wohl dran jetzt. Ne? Ja, bitte. Ihr seid fertig. Gut. Ja, ich habe auch einen Beitrag in diesem Buch geschrieben. Es ist eine Art von Essay geworden. Also Essay heißt ein Versuch. Das heißt eine Schreibgattung, wo man öffentlich vor Publikum nachdenkt für das, also das Pro und das Contra einer bestimmten Idee. Und die Idee ist in dem Falle natürlich das Auswandern. Ich wollte übrigens noch mal sagen, ja, es sind ja viele interessante Autoren da, die ich zum Teil auch persönlich kenne. Und die haben ja sehr verschiedene Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel Sophia Maria Antonulas, die ja jetzt Herausgeberin oder vielmehr ja jetzt auch Chefredakteurin eines neuen Online-Organs wird, was nächste Woche rauskommt, Schwarz-Weiß von Paul Brandenburg. Und die wohnt in Schweden. Da habe ich sie natürlich gefragt, sag mal, bist du verrückt? Da ist doch immer kalt und ganz selten nur mal Sommer. Und naja, hat sie gesagt, also ja, auch die Winter sind da einfach schöner als hier in Deutschland, weil dann ist wirklich garantiert Schnee. Und ja, ansonsten weiß ich eben einfach, dass dort in Schweden auch ein neues Netz sozusagen entsteht. Also Ken Jebsen ist auch dort und man ist dabei, überhaupt neue Infrastrukturen für eine freie Presse zu entwickeln. Das heißt, es wird da wirklich dann konstruktiv weitergemacht. Viele Immigranten sind ja zur Untätigkeit verurteilt im Ausland. Das ist in dem Falle nicht gegeben. Walter Weber zum Beispiel hat hier einen Artikel geschrieben. Walter Weber ist ja ein sehr respektabler Arzt von Ärzte für Aufklärung, ich kenne ihn persönlich, ein wirklich Gentleman der alleredelsten Sorte. Und er nimmt das auf sich, obwohl die Polizei schon vor seiner Tür gestanden hat mit schwerster Artillerie und die Software mitgenommen hat von seinen Computern, die Hardware natürlich und so weiter. Ich finde, es ist wirklich eine interessante Mischung und ich bin halt so derjenige, der 50-50 macht. Also ich habe, wie gesagt, die Form des Essays gewählt, weil ich unentschieden bin nach wie vor. Und das wollte ich hier auch einfach so als Momentaufnahme dann festhalten. Es ist so, dass ich ja viele Jahre gesagt habe, nein, die Deutschen sind jetzt nicht mehr untertanen Menschen, so wie es Heinrich Mann beschrieben hat. Ich halte das auch zum großen Teil, diese Beschreibung, dass die Deutschen ja vor Autoritäten salutieren, sogar vor der Uniform im Kleiderschrank dann stramm stehen, halte ich für stark übertrieben oder sogar irgendwie bösartig. Das gehört zu dem deutschen Bashing dazu, dem ich also entschieden entgegentreten wollte. Habe auch immer wieder in meinen History-Geschichten und so weiter gesagt, nein, in Deutschland gab es immer ein solides Segment von Menschen, die einfach so etwas nicht anerkannt haben. Im Kaiserreich, das Proletariat und auch das Bildungsbürgertum haben sich da herzlich wenig drum gekümmert. Und Nazi-Diktatur ist eine Lüge, dass die Deutschen dafür waren. Das war ein ganz mieser, primitiver Putsch. Und wenn man nicht 6 Millionen SASS und Reichssicherheitshauptamt-Mitarbeiter gebraucht hätte, um 60 Millionen Menschen in Schach zu halten, das ist ein Indiz dafür, dass in der Tat in der Nazi-Zeit ganz schön ein Repressionsapparat notwendig war, um die widerspenstigen Deutschen zur Raison zu bringen. Natürlich gab es immer ein Segment von Leuten, die sich da wirklich in dieser Radfahrermentalität wohlgefühlt haben, nach oben buckeln, nach unten treten. Und nach dem Krieg gab es viele, das habe ich ja auch in meinem Artikel ein bisschen untersucht, gab es ja dann viele, die trotzig waren, dass Deutschland den Krieg verloren haben und sich dann in so einer Position befunden haben, ja, unter Adolf hätte es das nicht gegeben und ab ins Arbeitslager für alle Langhaarigen, das habe ich also selber oft genug gehört in der APO-Zeit und oder noch Schlimmeres dann in der Bader-Meinhof-Zeit, Gaskammer und alle solche Dinge kamen plötzlich wieder in Mode zu sagen irgendwo.
Aber ich hatte insgesamt das Gefühl, dass es doch ein großes Segment von kritischen Menschen gab. Und jetzt war ich natürlich selber schockiert, 2020 zu sehen, gerade die Leute, wo ich dachte, dass sie doch widerspenstig sind, also die Linken und die Friedensbewegten und ja, auch die bekannten Musiker, Reinhard May, den ich so achte für seine Lieder, vor allen Dingen hier Narrenschiff, wunderbar auf den Punkt gebracht, wie das in Deutschland mit dem marktradikalen Marsch vorangeht. Der sitzt dann da in der Küche und spielt da irgendwie auf der Gitarre, bleibt zu Hause. Also ein Schwachsinn, und die ganzen, ja, selbst stärkere Leute haben da irgendwie einfach nur die absolute Unterwerfung gefordert. Und ich weiß nicht, ob die wirklich so verstrahlt sind, dass sie nicht begriffen haben, auch bekannte Marxisten, die eigentlich doch wissen müssten von ihrer Analyse her, was das eigentlich, dass das natürlich wirklich eine ganz konsequente Steigerungsform des Imperialismus und Kolonialismus und Kapitalismus ist, haben nichts geschnallt. Und ich habe es nicht verstanden bis heute, dass die Leute so getriggert sind. Das hat mich natürlich auch, weil wir... Also diese Erfahrung, diese demütigende Erfahrung, wir hatten in Marburg, wo ich lebe, dann eben auch Widerstandsgruppen von vornherein, und dass man sich dann beim zweiten Lockdown verstecken muss wie ein Verbrecher, wie ein Gauner irgendwo unter einer Brücke, einer Autobahnbrücke, da trifft man sich dann. Also man kann ja gleich ins Herrenpissoir gehen oder so. Es ist dermaßen entwürdigend, was da passiert ist. Leute, die nichts getan haben, oder ganz schlimmes Erlebnis, was wir gehabt hatten. Eine Pizzeria hatte dann uns im Dachboden einen Raum zur Verfügung gestellt, und nebenan waren irgendwelche linken Studenten-WGs, die dann die Polizei angerufen haben. Da ist eine Zusammenrottung von irgendwie Querdenkern oder Reichsbürgern oder sonst was. Und dann kamen nicht etwa die regulären Polizisten, wo ich noch irgendwo Achtung vor habe, weil die ja wenigstens eine Ausbildung haben in Deeskalation und sonst was, sondern halt diese ultra dummen Ordnungsamtlaufburschen, die in Uniform gesteckt werden und die bei Faschingsveranstaltungen am liebsten irgendwie so einen Sheriffstern tragen und sich verkleiden als Sheriffs, also große Kinder. Die kamen dann da an und wollten uns dann da aufmischen. Ich habe das erlebt, dass wir uns in der Scheune nebenan getroffen haben, dass Frauen sich da umarmt haben und geweint haben und wirklich fürchterlichste Assoziationen hatten an Kriegsbunker und sonst was. Diese widerwärtige Erfahrung, diese Kotze, und dass mir dann auch irgendwo die Antifa, die hat ja dann auch so ein Flugblatt rumgegeben, in allen Haushalten verteilt, Stadt, Land, Volk, hieß das, wo sie die Adressen in der Kommunalwahl in Hessen, die Adressen von 10 AfD-Kollegen und von 2 führenden Weiterdenken-Leuten von mir und noch jemand anders da freigegeben haben, nicht? Also zum Abschuss freigegeben. Und natürlich, die Justiz macht da nichts, die Polizei macht da auch nichts. Wir können leider nichts tun, weil wir wissen ja nicht, wer da wirklich presserechtlich verantwortlich ist. Also das ist schon ganz schön blöd, sowas. Und primitiv, da zeigen die einem einfach, du bist nichts, scheißegal. Haben also 150 Jahre Aufklärung und bürgerliche Revolution und 70er Jahre Willy Brandt, mehr Demokratie wagen, sind herum. Und out und mit einem Federstrich. Ne? Wie Uli das so schön dargestellt hat, das ist eine kriminelle Clique. Es gibt gewisse Mechanismen, die ich auch beschreiben kann, die ich schon beschrieben habe, wie sozusagen, ja, ganz wortwörtlich kriminelle Netzwerke diese Welt gekapert haben. Und das fing mit Ronald Reagan an und so weiter. All das ist bei mir natürlich, hat den Eindruck erweckt, also, ach ja, irgendwann haben sie uns noch den Briefkasten, ich habe gar nicht bekannt gegeben, wo ich jetzt wirklich wohne, den Briefkasten bei meiner Frau mit Bauschaum ausgeschäumt, oder dann kam auf dem Telefon, vom Schwurbler,
Sohn Putin, verstehe, wir geben Herrn Plopper 48 Stunden Zeit, Deutschland zu verlassen und in die Krematorien des Kremls zu gehen. Und auf den Anruf beantworte. Und das sind natürlich Sachen, wo man sich überlegt, also bei diesem Typen, da habe ich einen Verdacht, dass das ein stadtbekannter Alkoholiker ist, der früher auch mal Linker war. Aber egal, es ist eine Atmosphäre, in der man dann, ich habe ja nichts weiter gemacht, als mal irgendwie auf grundgesetzliche garantierte Rechte zu verweisen. Und wo man sich da wirklich überlegt, also jetzt ist wirklich, habe ich mit meiner Frau überlegt, also eigentlich, wohin sollen wir gehen? Ne? Wir haben dann 2 Monate in Südostasien verbracht, jetzt im letzten Herbst. Winter, ja, von November bis Januar waren wir in Südostasien, in Laos, da habe ich dann quasi mein Büro aufgeschlagen und ist auch sehr schön, dieses Laos und sehr freundliche Menschen. Dann waren wir nochmal in Nordvietnam und zum Schluss in Thailand und haben einfach schon mal so ein bisschen ausprobiert, ein bisschen länger dort zu bleiben, mal so zu gucken, ein bisschen anzutesten, nicht gleich irgendwo eine Entscheidung zu treffen. Also Uruguay oder Paraguay, da haben wir also auch YouTube, so Landschaftsaufnahmen gesehen und das irgendwie schon durch die ganze genmanipulierte Maisanbaugeschichte ziemlich kaputt alles. Und ich liebe die deutsche Landschaft. Man kann eigentlich keine Abstraktion lieben, aber die deutsche Landschaft finde ich so wunderschön, weil alle 20 Kilometer sich die Landschaftsformation ein bisschen ändert. In anderen Ländern fährst du 1000 von Kilometern, sieht immer gleich aus. Also was wir hier für einen Schatz haben. Ne? Und jedenfalls waren wir dann dort und ich habe da eben auch Homeoffice, meine ganzen Produktionen und so weiter. Einfach mal ausprobieren. Kann man das machen? Im Ausland in einem gemieteten Zimmer arbeiten. Ne? Das geht. Und ich sag mal, ja, das ist auch viel preisgünstiger, zumindest in Laos oder in Thailand, lebt man wirklich sehr viel preiswerter als hier. Kommt man sehr viel länger mit dem Geld zurecht und man muss ja nicht heizen und nichts. Ne? Haben wir mal ausprobiert und insgesamt der Eindruck ist natürlich so, man hat irgendwann auch, man weiß, was man eigentlich hinter sich lässt. Also ich komme ja aus Schleswig-Holstein und dann hörte ich mal auf YouTube, da du mein Liebsten bist, da du wohl weißt. Da liefen mir doch die Tränen runter. Ja? Also diese Wärme, man ist hier sozusagen doch in der eigenen gewachsenen Kultur. Ne? Und das sind natürlich dort gut erzogene Menschen. In Südostasien kann man sehr gut leben. Auch Frauen können alleine nachts durch die Straßen laufen. Die Leute sind sehr gut erzogen. Es ist überhaupt kein Thema. Ein hohes Ausmaß an Sicherheit. Also würde ich mal sagen, 1000-mal mehr Sicherheit als in Berlin oder so. Und aber es sind eben doch Fremde. Und es ist ganz klar, das haben wir auch gemerkt. Also wir fanden zwar auch toll, wie Menschen dort sterben dürfen, nämlich wirklich die ganze Nachbarschaft, alle sind dabei und begleiten denjenigen bei dem Übergang in die nächste Inkarnation. Das sind natürlich Sachen, wenn man hier diese Strafe, wir alle müssen ja dafür büßen, dass Eva vom Baum der Erkenntnis essen wollte. Das gehört sich ja nun gar nicht, dass eine Frau vom Baum der Erkenntnis essen will. Dafür müssen wir alle büßen mit Tod, Krankheit und so weiter. Bei denen ist das so, nein, das ist völlig straffrei. Man stirbt einfach, weil man dann in eine andere Welt übergeht. Ne? Und entsprechend, da gibt es dann in Laos dauernd Feiern. Es gibt sogar im dortigen Grundgesetz verankert, das Recht zu feiern zu jeder Tages- und Nachtzeit und überall. Und dann wird die Hälfte der Straße abgesperrt und dass die Familie auch genug Platz hat für die Familienfeier. Und oftmals haben wir uns gefragt, ja, die sind schon 3 Tage am Feiern, das ist ja heftig. Dann haben wir irgendwann mitbekommen, das war eine Beerdigungsfeier. Eine ganz normale Feier. Ne? Nur da konnte man dadurch unterscheiden, dass da ein Porträt und so eine Beschreibung des Lebens des Verstorbenen war. Ne?
ansonsten Kunst auch alle in Zivil und Musik und ja. Also das ist schon mal sicher ganz sympathisch, aber es ist fremd. Ne? Also es ist, wir werden immer Fremde sein und dann sieht man eben auch, alles geht über die Familie. Wenn du keine Familie hast, wenn deine Familie irgendwie tot ist, verunglückt ist oder sonst was, das ist deinen Mitmenschen vollkommen Schnuppe. Wir haben alte Leute gesehen, die nur in Unterhose durch die Gegend gerobbt sind und um eine Zigarette gebettelt haben und die keiner beachtet hat, keiner geachtet hat, weil jemand, der nicht zu einer Familie gehört, wird nicht geachtet. Und das ist einfach so erschreckend. Und da weiß man natürlich auch, was wir mit unserem Sozialstaat und dem gesetzlichen Anspruch auf gesicherte Existenz oder was unsere Altvorderen für uns erkämpft haben, ne? Und was hier mal eben von einer Bande von hergelaufenen Nichtskönnern und Verbrechern dann kaputtgeschlagen wird. Und Corona-Kampagne war ja unter anderem ein Versuch, diesem Sozialstaat noch einmal den finalen Genickschuss zu verpassen. Das merkt man überall. Ich muss meine Steuererklärung abgeben, dafür muss ich als Selbstständiger eine Elster Erklärung abgeben und ich kriege es nicht hin, dass kein Beamter dort, kein Angestellter ist mehr zu erreichen. Nicht mal der Pförtner ist noch da. Das ist eine Festung, dieses Finanzamt. Da kommt man nicht mehr rein. Und ich stehe völlig alleine mit meinen Problemen und das schert den nicht. Aber zurück zu Südostasien. Es ist ja, die Leute sind irgendwie empathielos. Die sind zwar sehr höflich, aber auch verdammt empathielos. Also das im Umgang mit Tieren, das würden die Frauen hier sowieso nicht aushalten. Das ist völlig ja, ignorant und ja, teilweise sogar irgendwie sadistisch. Das sind Sachen, mit denen wir als Deutsche echt nicht klarkommen. Also ich denke, die Deutschen sind sehr tierlieb. Aber leider eben nur zu ihren Pets, zu ihren Spielzeugtieren, aber nicht zu Rindern oder Schweinen. Aber das ist ein anderer Aspekt. Das ist alles ein Für und Wider, was ich sozusagen auch gedanklich da in meinem Artikel in diesem Buch hier dargelegt habe. Und ich habe eben beschrieben, wie ich da in Luang Prabang, in Laos, das erlebe. Und ja, Auch Vietnam, die Leute sind erstmal sehr schroff, wenn sie dich nicht kennen, aber wenn nach Stunden, wenn du sie kennst, dann sind sie auf einmal total lieb und freundlich. Aber es ist eben, sie werden nie dich wie ihresgleichen aufnehmen. Sie werden dich nie in ihr Herz aufnehmen. Und wie ist das, wenn du kein Geld hast? If you don't have money, I don't know what is happening then. You always have to make money, businessmen. Ja. Die haben das nämlich noch sehr viel mehr, und weil sie es nicht verstanden haben und nicht die hunderte von Jahren selber mit aufgebaut haben, in einer geradezu karikaturartigen Art kopieren sie den Kapitalismus. Und was man dort auch gesehen hat, Masken. Niemand wird gezwungen, gesetzlich in Asien, noch in vielen anderen Ländern Masken zu tragen oder sich impfen zu lassen. Es gilt aber, dass die Gehorsamkeit gegenüber dem Führer, follow the rules, das wird nicht hinterfragt. Also es laufen so viele immer noch mit Masken rum, fragen gar nicht warum. Ne? Und was wollte ich dann noch zu den Masken sagen, follow the rules? Ja, man muss auch eines bedenken. Diese Leute sind in Asien ja nie mit mRNA-Impfungen traktiert worden. Es ist freiwillig. Sie machen es aus Konvention, aber was sie dort bekommen, ist Sinovac oder Sputnik und das sind konventionelle Totimpfstoffe. Also hat nichts zu tun mit unseren Menschenversuchen hier. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Ja, wir haben gesehen, dass China total brutale jeder kann ausreisen aus der VR China, aber einreisen. Wir haben auf dem Flughafen von
Bangkok einen Mann gesehen, der war von oben bis unten in Plastik eingehüllt und mit, also wie die Engländer sagen, Ganzkörperkondom. Und dann haben wir gefragt, was ist das denn für ein verrückter Typ, ne? Ach, das ist ein Chinese, der muss jetzt zurück nach China. Und dann muss er erstmal 10 Tage in Quarantäne. Das ist alles jetzt aufgehoben. Am 8. Januar, glaube ich, war das. Und dann können die Chinesen jetzt wieder kommen. Und ich sag mal, ich finde, ich habe das auch analysiert, die verschiedenen Weltgegenden. Also ich würde niemals nach Afrika gehen wollen, weil die Afrikaner, wir haben denen so extreme, schlimme Dinge angetan in Belgisch-Kongo. Das ist schon damals so etwas wie Auschwitz-Monowitz gewesen. Wirklich. Und darüber wird ja nicht gesprochen hier. Weil, 20 Millionen, glaube ich. Ja, und wer seinen Plan soll nicht erreichte, dem wurde die Hand abgeschlagen. Und jetzt beim letzten Krieg, davon weiß auch keiner, vor wenigen Jahren, da ging es um Koltan, also waren 5 Millionen. Ein anderes Thema, ein anderer Abend. Ja, ja, das ist völlig richtig, ja, ja. Aber gehört mit dazu. Also Afrika käme für mich nicht in Frage. Ja. Mhm. Ich hätte irgendwie selber ein schlechtes Gewissen und ich glaube, die haben auch durchaus einen gewissen Hals. Lateinamerika, große Kriminalität. Wer wirklich sehr gewalttätig, das wäre nichts. Ja, im Prinzip käme ja wirklich nur ein Land in Frage, was nicht in diesen ganzen Konnex drin ist. Das wäre natürlich Russland, aber da kann ich nichts zu sagen, kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nie dort. Wir sind erstmal zu der Schluss. Ach ja, wir sind dann zurückgekommen, irgendwie Anfang Januar, braun gebrannt und kerngesund von der wirklich gesunden Ernährung in Südostasien. Und wir haben gedacht erstmal, wir haben vorher gedacht, oh Gott, uns graut davor. Aber wir kamen hier an und die Leute waren eigentlich erstmal alle sehr nett und sehr freundlich und entspannt. Also irgendwie, in Asien ist alles ein bisschen ruppig, ne? Bisschen hemdsärmelig. Und ja, es ist auch jetzt im Moment, also auch hier in Köln, also nett irgendwie die Leute, also kann ich klagen. Aber mir ist klar, Schaf im Wolfspelz, dass wenn die wieder triggern, dann geht das wieder los. Und ob wir das wollen, ist die Frage. Und ich bin nach wie vor, meine Frau und ich, wir sind nach wie vor unentschieden. Sollen wir das jetzt hier durchziehen? Sollen wir noch für die nächsten Jahre hier planen oder sollen wir wirklich gucken, wo es sonst hingehen soll? Aber das sonst hingehen, es hat mich, das habe ich in dem Artikel so durchdekliniert, ich bin ja, mein Steckenpferd ist ja Geopolitik, entweder kriegsgefährdet oder der Staat ist zu schwach und mit einem Federstrich kann der IWF oder sonst jemand sagen, hier abtreten, denn die nächste Regierung bitte, die uns schmeckt, ne? Und von daher stehst du schon Gewehr bei Fuß. Ich höre auch gleich auf. Wir wollen noch diskutieren, ja. Deswegen. Ja, ja, natürlich. Also es ist unheimlich interessant, bitte nicht falsch zu verstehen. Nein, ich bin gar nicht gekränkt. Ja, ja. Nee, ist schon klar. Ich glaube, du, liebe Sabine, ich glaube, wir sind jetzt auch fertig. Also ich bin jetzt fertig. Ich spreche noch nicht in der Plurales Majestatis, also wir sind jetzt fertig. Wir haben jetzt fertig. Gut, also das steht alles mit in dem Buch drin und ja, guckt es euch mal an. Genau. Also dann möchte ich erstmal Danke sagen.